bin jetzt bald mal tot hier. Sehr schön. Dann nehmen wir uns den Ritter hier vor. Ungenauigkeit. Hier können wir erstmal wieder Schnippel aus dem Sack spielen lassen. Rundumschaden an alle verteilen. Hier nichts irgendwie einsetzen. Saft können wir mal nehmen. Mal gucken, ob das was ist, ob ich die noch durchkriege. Auf jeden Fall nur noch einer da. Das ist ganz gut so. Dem können wir auch einen kurzen Prozess machen. Sehr schön. Puh. Das geschieht, wenn man dem falschen Herrn dient. Man stirbt jünger. Schön gesagt. Krümmern, sind das alle Männer, die du finden konntest? Die einzigen vertrauenswürdigen, ja. Aber sie sind tapfer und würden im Gedenken an Lord Reinald alles tun. Wir bekämpfen einen Feind, der sich mit allen Mitteln unser Land unter den Nagel reißen will. Ich muss wissen, ob ich mich auf euch verlassen kann. Ihr seid der rechtmäßige Lord dieser Ländereien, Sir. Unsere Schwerter gehören euch. Gut, ich nehme sie dankbar an. Eure Tapferkeit ehrt euch. Diese Eskorte sollte eure Sicherheit innerhalb der Burg gewährleisten können, aber wenn etwas schief geht, wird sie nicht ausreichen, um die Stadt zu halten. Seit Valars Ankunft sind viele Männer eures Vaters in das Hinterland geflohen. Wenn wir sie über eure Rückkehr in Kenntnis setzen könnten, würden sie bestimmt zurückkommen. Wir könnten sie in der Tat brauchen. Ich werde das dir überlassen, Harwin. Was uns angeht, wir haben ein Wörtchen mit Valar zu reden. Los, wir haben eine Burg zurückzuerobern. Mit was? 5 Männern? 6 Männern? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, na, das schlagt euch bis zur Burg durch. Fieger Plattenstiefel. Kriegsack. So, wir können erstmal nochmal gucken, ob wir die Ausrüstung irgendwie ein bisschen verändern können. Aber erstmal stellen wir wieder auf die Schwierigkeitsstufe Ritter zurück. So, zurück zum Spiel. Kurz gespeichert. Und dann ab ins Inventar. So. Alistair. Mittlere Rüstung brauchen wir jetzt hier. Mal gucken. Taurex Helm ist mittel. Werden wir ausrüsten. Eisenhut aus dem Tal von Arryn. Der hat nicht so schöne... Werte. Ach, das ist der Helm. Okay, mittlere Handschuhe. Wir haben mittlere an, die sind gar nicht so schlecht. Leicht, leicht. Kettenhandschuhe für Krieger, die haben wir gerade an. Kettenhandschuhe aus dem Tal von Arryn sind schlechter. Kettenhandschuhe der Blutsucher. Aha. Weniger Energie, weniger Abwehrmalus. Das heißt, unser Abwehr müsste steigen, wenn wir die anziehen. Jo, sehr schön. Und rüstungstechnisch. Gorns Rüstung ist schwer, eine leichte Rüstung. Kettenhemd aus dem Tal von Arryn. Wir haben eine Rüstung von Alistair Sarvington, das ist gut. Goldröckchen Kettenhemd. Die sind alle schlechter. Okay. So, Umhang aus Burgholz hat Lebenskraft 44. Machen wir irgendwas anderes Spannendes noch? Umhang der Goldröcke, Umhang aus Burgholz haben wir noch 2. Und Schuhe, haben wir irgendwelche spannenden Schuhe? Die senken natürlich unser Abwehren wieder ein bisschen, da lassen wir lieber die an. So, dann ab zum Mors. Gucken wir mal, ob wir hier schwere Rüstung ausrüsten können. Will ich das überhaupt? Nö, brauchen wir glaube ich nicht. Ich kann nochmal nach den Waffen gucken. Noch irgendwo einen Zweihänder haben, der Schwert des Anführers. Was haben wir hier? Warum passiert gar nichts? Warum zeigt er mir nicht an, was ich anhabe? Ist ein bisschen komisch. Großschwert 33, Schwert des Anführers hat 38 gehabt. Gut. Dann haben wir das geändert. Einmal nochmal speichern.
Und dann müssen wir zur Burg. Sollten wir hinkriegen. Wir sind immerhin zu sechst jetzt. Da kann uns so schnell nichts mehr aufhalten. Hoffe ich zumindest. Am Burgtor waren nochmal vier, meiner Meinung nach. Vorhin. Dieses Kirchengebimmel, ey. Das, denke man, da läuft die Hochzeit schon. Ja, Flussrad, jetzt wirst du endlich unser sein. Na, Jungs? Hallöchen. Oh, wen haben wir denn da? Sir Rühmann. Ich dachte, Lord Valar hätte sich klar und deutlich ausgedrückt. Ihr seid in dieser Burg nicht mehr willkommen. Valar ist ein verdammter Dummkopf. Mein Vetter Alistair ist der einzige Herr hier. Geh zur Seite, alter Mann, oder trag die Konsequenzen. Alistair? Nun, diesmal hat euch euer Glück verlassen. Sobald ich meine Männer gerufen habe, werdet ihr sterben. Armer Bastard, weißt du es noch nicht? Deine Männer sind bereits tot. Was? Wachen! So, dann schauen wir mal, dass wir den hier umbringen als erstes. Die mit der leichten Rüstung. So. Der hier ist ja auch schon fast tot. Ist da denn schiefgelaufen? War eigentlich stunnen und dann ist einfach Ruhe im Karton. Das ging jetzt aber richtig flott. Ja, mit dem neuen Helm macht sich das deutlich besser. Stufenaufstieg. Die Straße und Flussrad gehören uns. Aber nicht die Burg. Seid vorsichtig. Dort werden viele feindliche Soldaten sein. Lester hat Stufe 10 erreicht. Juhu. So, kurz gespeichert. Ich guck mal gerade, das war gerade so einfach. Habe ich es wirklich geändert? Ja, Ritter. Dann zurück zum Spiel und Charakterstufenaufstieg. Intensität. Da haben wir alles. Dann würde jetzt Meister der Wassertänzer kommen, aber mit einem Punkt kommen wir irgendwie nicht weit. Das kostet alles zwei Punkte. Also die beiden. Rollor zum Gruße. Brettbeschleuniger. Kampf haben wir 11 Punkte, dann können wir jetzt hier weiter mittlere Rüstung ausbauen. Einfach noch ein bisschen mehr Lebenskraft haben. So, das war's schon. Auf geht's zum Haus. Änderungen übernehmen natürlich. Oh, Mors, Beherrschung, 3 Fertigkeitspunkte über. Energiebonus. Aha. Ewige Ruhe. Verursacht mehr Schaden, Schlitzer. Brauchen wir das überhaupt? Weiß ich nicht genau. Das kann man noch nicht nehmen. Das heißt, ich habe eh nur 2 Punkte in der Energie. Und dann legen wir hier noch einen Punkt in Gemetzel. So. Den Hund haben wir zwar nicht mehr, aber der Hund bekommt natürlich auch noch einen Punkt. Und im Kampf können wir weiterhin auf schwere Rüstung. Haben wir schon. Wo habe ich denn die nächsten Punkte? Streitkolben, glaube ich, ne? Machen wir mal Streitkolben ein bisschen höher. So. Zurück zum Spiel. Noch einmal kurz gespeichert. Dann sammeln wir hier den ganzen Kladderadatsch ein. Wachhelm, der muss ich gleich nochmal gucken. Und eine Nordländer-Axt. Inventar, Wachhelm, Helm. Ringe. Hat Mors eigentlich Ringe an? Hat nur 2, der kann ja noch einen Ring anziehen. Siegel der Erkenntnis. Glück. Schaden plus 4%. So. Und Helm wollte ich gucken. Wachhelm, schwer. Schalle des Visiers schwer. Der ist sogar besser. Sieht zwar aus wie ein komischer Helm, aber naja, was soll's. Gut, nochmal auf F5 gedrückt und dann ab in die Burg. Seht, wer hier ist. Das kleine Hühnchen Sarvik, heimgekehrt, um zu gackern. Ich werde mir Zeit lassen, wenn ich euch rupfe. Spart euch euren Spott für die Leichen vor den Toren auf, Vex. Es hat ihnen nicht gut getan, euch als ihren Anführer zu haben.
Ich bin nicht die Amme dieser feigen Schwächlinge, sondern hier, um Ratten zu töten. Ihr werdet nichts dergleichen tun, Leutnant. Ihr sprecht von meinem Bruder und meinem Vetter. Sie sind immer innerhalb dieser Mauern willkommen. Lasst sie durch. Verzeiht mir, Milady, aber diese Halunken haben sich gewaltsam Zutritt verschafft. Sie haben gesagt, dass sie unseren Wachen die Kehle durchgeschnitten haben. Ich folge nur meinen Befehlen. Wie ich bereits gesagt habe, ihr werdet nichts unternehmen. Ich bezweifle, dass Valar seine eigene Familie durch das Schwert richten könnte, ohne dafür von der Krone bestraft zu werden. Ha! Mögen die anderen euch holen. Valar kann sich selbst um euch kümmern. Das ist genau, was wir wollen. Lauft los und sagt ihm, dass wir kommen. Oh, das werde ich. Und ich werde dafür sorgen, dass ich dort bin, wenn er kommt, um euch den Rest zu geben. Vielen Dank, Ilyana. Das war sehr gerissen. Ist alles vorbereitet? Ich konnte alle informieren. Die wichtigsten Würdenträger der Stadt erwarten dein Erscheinen im Thronsaal. Magister Harwin hat dafür gesorgt, dass auch unsere Vasallen Bescheid wissen. Sie werden es vielleicht nicht rechtzeitig schaffen. Ich kann nicht auf Sie warten. Die Zeit ist gekommen, die Angelegenheit mit Valar zu klären. Jetzt wird es spannend. Als ob ich es geahnt hätte, dass hier noch was ist. So. Ich bin ja so gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich, was jetzt passieren wird. Also ich vermute, wir müssen mit Valar kämpfen, so oder so. Es steht auch immer noch die Option offen, dass Mors ihn anwerben kann für die Nachtwache. Also schwarz kann ja jeder tragen, ne? Von daher, ich bin gespannt. Ob das schon das Ende ist, ich weiß es nicht. Die Götter seien gepriesen. Das ist Lord Alistair. Das war Laos belogen. So, jetzt nur nichts Falsches sagen. Überrascht mich zu sehen, Verräter? Alistair, wir haben nur noch auf dich gewartet. Ich nehme an, du bist gekommen, um deine Schwester zum Altar zu führen. Ich hoffe, du bleibst auch noch für die Hochzeitsnacht. Du bist eine Schande für diese Familie, Valar. Deine schiere Existenz ist eine Beleidigung unserer Werte. Ist das nicht der alte Mors, den ich dort sehe? Ausgezeichnet. Wenn dieser Dummkopf hier ist, kann seine kleine Lady nicht weit sein. Ich bin gekommen, um das zu nehmen, was mir rechtmäßig zusteht. Ich kann deine Verbrechen nicht länger hinnehmen. Verlasse Flussrad, solange du noch kannst. Du hast vielleicht Nerven. Platzt hier einfach rein, um mir das an meinem Hochzeitstag zu sagen? Ich denke, du wirst früh genug merken, dass meine Blutsucher mehr als fähig sind, jene zu bestrafen, die meine Macht anzweifeln. Es wird ihnen sogar eine große Freude bereiten, das zu tun. Valar, mein Bruder und sein Freund sprechen nur für sich selbst. Aber deine Drohungen sind bedeutungslos, hier vor unseren versammelten Vasallen. Genau! Beendet diese Tyrannei! Ihr habt behauptet, Sir Alistair sei tot. Jedoch scheint es, dass er sehr wohl am Leben ist. Warum habt ihr uns getäuscht? Ich stelle mir selbst dieselbe Frage. Und ich erwarte eine Antwort. Ihr wollt die Wahrheit? Dann soll es so sein. Ilyana, dein Bruder wird wegen Mordes gesucht. Er kommt mit einem Deserteur der Nachtwache und einem bekannten Feind der Krone hierher, dessen Tod von der Königin selbst befohlen wurde. Ich habe gesagt, dass er einen ehrenvollen Tod hatte, da ich die Ehre unserer Familie erhalten wollte. Zusammen mit Garvins Vatermord hätten Alistairs Verbrechen unseren Namen unwiederbringlich beschmutzt. Ich denke, ihr stimmt mir zu, dass er nach solchen Taten nicht länger einen Anspruch auf den Thron von Flussrad erheben kann. Bastard, das sind alles nur Lügen. Ich bin nicht an eurem falschen Spiel interessiert. Für mich seid ihr beide des Verrats schuldig. Und das ist das Einzige, was zählt. Ich habe die Macht und Befugnis, euch im Namen der Königin zu bestrafen. Und seid euch versichert, das werde ich auch tun.
Ergib dich, Alistair. Wenn du dich wehrst, werde ich meine Armee rufen. Sie wartet auf meine Befehle außerhalb von Flussrad. Ich muss nur ein Wort sagen. Und diese Stadt wird durch ihre Schwerter vernichtet. Wie kannst du dich Lord von Flussrad nennen, wenn du dein eigenes Volk mit deiner Armee bedrohst? Unsere Werte kümmern dich nichts. Familie ist Hoffnung, Valar. Du hättest dich niemals gegen uns stellen sollen. Solch noble Worte haben den alten Reinald nicht davon abgehalten, Garwin und mich wie gewöhnliches Fußvolk zu behandeln. Nichts, was du sagst, wird mich daran hindern, meine Pflicht zu erfüllen. Moss und Alistair, ihr seid Verräter. Ihr werdet euch für eure Verbrechen rechtfertigen müssen. Spar dir deine Worte, Alistair. Es gibt einen einfacheren Weg, das zu regeln. Valar, eure Anschuldigungen sind nichts als Pferdescheiße. Ich würde mir mit euren Worten nicht einmal den Arsch abwischen. Ich verlange ein Urteil durch Kampf, hier und jetzt. Ein Duell unter den Augen der Sieben. Nur ihr und ich. Ja, ein Duell. Regelt die Sache ein für alle. Sehr schön. Vorsicht, Morse. Unser beider Leben steht hier auf dem Spiel. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Sei auf der Hut. Ich habe gesehen, wie diese Schlange in das Ohr ihrer Feinde zischt, um sie abzulenken, wenn sie zum Schlag ausholt. Was auch immer passiert, konzentriere dich auf den Kampf. Lass dich von seinen Beleidigungen und Lügen nicht ablenken. Ich nehme an, es spielt keine Rolle, ob ich gegen Alistair oder euch antrete. Keiner von euch ist eine Gefahr für mich. Ihr werdet so oder so beide sterben. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Das Duell wurde angenommen. Diese Männer werden unter den Augen der Götter bis zum Tod kämpfen. Macht alle Platz! Ich bin ja mal gespannt. Lasst uns heute zu den Sieben beten, die als einer zusammenstehen. Mögen sie gnädig auf jene herabblicken, die ihr Urteil erwarten. Im Namen der Krone beschuldigt Ser Valar Berg, Ser Alistair Sarwick des Verrats und der Kollaboration mit Verrätern und Feinden des Reiches. Ser Moss Westford weist die Vorwürfe von sich. Er wählt den Kampf, um sich zu verteidigen, genauso wie Ser Alistair. Mögen die Sieben in ihre Seelen blicken, um die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Mögen sie den Unschuldigen Gerechtigkeit und den Schuldigen den Tod bringen. Mögen die Götter ihr Urteil bekannt geben. Wir werden es annehmen,